Ein neuer Bild. Ja? Bei Warframe. Und zwar heute von der richtig coolen Waffe. Tschatte, tack. Der Tschatte und der Kitty und der Tack. Ja, genau. Es ist vielleicht ein bisschen sogar kontraproduktiv, dass unten das Ding ist, weil das nämlich aus einem Guss ist. Der Tschatte, tack, mit dem Skin. Ach so. Ja. Also eigentlich gibt's, also man muss gestehen, wir hätten wahrscheinlich die Chat-Getakt nicht gebaut, wenn es nicht dafür uns Skin geben würde, wo wir dann deswegen aufmerksam geworden sind auf diese Waffe. Ich wollte sie mal bauen, dann hatte ich aber keinen Bock mehr, die ganze Zeit die, was brauchst du, die grüne Böbbische. Ampullen-Dingsbums. Ja, von der befallene Scheiße. Ja, genau. Ja. Weiß gerade, sind gerade Detron oder so? Nee, nicht Detron. Du bist auch ein Detron. Ist ja auch egal, auf jeden Fall, ich weiß, was du meinst. Grüne Kette, welche? Sieht aus wie eine Analkette. Also, du meinst also, man braucht die Analkette, um das zu bauen? Ja. Okay. Dann hatte ich keinen Bock mehr, weil jeden Tag reingucken. Oh, wieder neue bauen. Wieder neue bauen. Neue. Leck mich. Ja. Und, also ich habe da nicht erst schon mal genau nachguckt, gerade eben, weil es da den Skin gibt. Und dann habe ich gemerkt, verdammt, die ist gar nicht mal so schlecht. Es hat was, ja. Ja. Also die ist jetzt vom Schaden zu generell jetzt mal ohne, also mal Crit und so weiter, aber so der Schaden, der kommt ziemlich nah an das Skindo Prime ran. Also die sind da fast gleich auf. Nur dass eben Skindo mehr auf Schnitt geht und die hier auf Einschlag, genau. So dass eigentlich beide auch ihre Daseinsberechtigung haben. Sie hat jetzt auch jetzt nicht ganz wenig Crit, aber auch nicht so viel, sodass sich auf jeden Fall so ein Crit-Bild eher weniger lohnt. Aber das macht auch nichts. Macht Schaden und das, was er jetzt kritisch macht, ist okay. Ja, genau. Und aber deswegen, weil es eben doch 15% ist, mit dem Crit kann man es eben für ein bisschen was anderes benutzen. Eben gerade für die Schnelligkeit, was man hier nämlich auch sieht. Ein bisschen Berserker rein. Ja. Vorausgesetzt, man hat diese verschissene Karte. Ja, zu meinem das Verderben, frag mich nicht, wo ich die mal gefunden habe. Ich hab's ja nicht. Ja. Geh mal auf den Sack. Aber dann braucht man eigentlich schon fast nichts mehr, weil wie man sieht, haben wir schon 4 Elfer Elementarmods drin. Mehr Elfer Elementarmods gibt es eh nicht. Druckpunkt, Raserei und Berserker. So, jetzt gibt es theoretisch vielleicht noch einen Modslot, anstehende Plage, wo man sagen könnte, den könnte man vielleicht noch ein bisschen effizienter verwenden. Vielleicht mit einem Einschlagsmod oder so, weiß ich nicht. Müsste man mit Einschlag geht es ja um 210 nochmal nach oben. Ja, genau. Und anstrengende Plage ist die Erhöhung, glaube ich, nicht ganz so krass. Also mit 75% ist man gleich auf wie mit dem Anschlagsmod. So haben wir noch ein bisschen Luft nach oben, bloß ich habe nicht mehr genug Punkte übrig. Ich weiß, müsste man zurücksetzen. Eben. Aber so ist ja auch schon ganz gut. Also seht ihr jetzt hier auch schon den Wert mit Anschlag, Durchschlag, Schnitt, Strahlung und Virus, dass wir da locker über 1000 sind pro Schlag und das fetzt eigentlich schon ziemlich gut rein. Und das ist eh so ein wie so ein Spezialmover, wenn du auf den Boden haust. Ja. Dann macht's. Macht sich gegen so puff. Also ist eigentlich schon cool. Vor allem, wenn es ja so schnell ist. Also normal ist sie kacke, mit Raserei ist sie okay. Ja, und dann noch mit Berserker ist ja eigentlich gut. Ist sie gut. Ja, also da macht es eigentlich schon Spaß, muss man schon sagen. Klar, gegen einzelne Gegner ist dann eher vielleicht ein bisschen zäh, das stimmt schon. Richtig kratze. Aber wenn hier so befallen, der ein paar Gegner hat auf einmal, dann ist es einfach cool. Oder überleben, wenn es mehr werden. Oder so. Ja. Genau. Also hat auf jeden Fall Spaß gemacht und vor allem finde ich jetzt halt eben mit dem Skin, dass es halt richtig perfekt jetzt zu Rhino passt. Er hasst mich, weil ich krieg die Skins umsonst. Kleiner Anusritter. Nee, also ich krieg die Geschenke von Digital Extreme deswegen. Ja, weil er zu viel in der Community unterwegs ist. Ich hab's ja gekriegt, weil ich der aktivere von uns beiden bin. In der Community von Warframe. In der Community. Ja. Nicht in Warframe. Nicht in Warframe, sondern nur in der Community. In der Community, genau. Er schreibt, ich spiel. und deswegen, ja. So viel zu dem Thema auf jeden Fall. Also deswegen, die Chat gesagt. Deswegen nicht auch nicht wundern, wenn Warframe so ein Scheiß kommt. Und die eigentlich noch keiner haben kann, außer er hat's gekauft. Ja, hat mich schon gefragt, so, oh, ziemlich viel Geld kostet sein. Nein? Ich will was Besonderes.
Okay, also so viel dazu. Benutzt du sie jetzt öfters, ChatGPT, oder ist sie eher nichts für dich? Was sagst du dazu? Wenn ich den scheiß Mod... Zum meinem das Verderben? Ja. Dann würde ich sie wahrscheinlich öfters... Aber ich würde immer noch lieber meine... Meine epileptische Axt, wie heißt sie? Ah, die Anku. Ja. Okay. Also findest du noch einen Ticken cooler als... Ja, weil du halt noch schneller bist. Okay. Das ist dann so, versuche mich zu treffen. Nein, es geht nicht. Ich werde überall. Okay, also. Das ist okay, aber. Ja, wow. Gibt Besseres. Aber gut ist ja. Man muss sagen, dass man die halt auch im Dojo kriegt. Mit der Skin of Prime mithalten kann. Skin of Prime kriegt man aber eben nur im Void. So, wenn man zum Beispiel Excalibur fixiert ist, ja, kann man die nehmen. Auf jeden Fall, wird sich rentieren, ja. Gerade wegen dem Ulti eben, beziehungsweise eigentlich jeder Warframe, der auf Nahkampfwaffen basiert. Ich glaube, bei Dings ist es langsam auch so bei Valkyr, dass die eben die Sachen vom Nahkampf zieht. Doch, habe ich auch was mitgekriegt. So, okay, gut, dann haben wir das auch schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt.